Hi Freunde, Arthur Hildmann hier. Ich bin wieder da auf YouTube, auf Facebook. Es gibt ab sofort wieder ein paar Kochvideos von mir und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir Anregungen macht und sagt, pass mal auf Attila, kannst du nicht eine vegane Version von meinem Lieblingsgericht machen und so weiter, und dafür seid ihr gefragt. Schreibt immer runter, was ihr euch für die nächste Folge wünscht. Heute machen wir ein bisschen Freestyle. Mein Kameramann, der Lasi, hat Hunger. Wir hatten jetzt gerade schon gedreht. Ich habe auch Hunger. Also mache ich mir Sandwiches. Ich guck mal, was ich da habe. So läuft das bei mir immer. Ich habe noch ein bisschen Salat, Ciabatta, ein paar Avocados, Rosenkohl. Und wisst ihr, was mich am Kochen so fasziniert? Ich habe diese Zutaten, aber ich weiß noch nicht mal, was ich damit jetzt mache, außer dass ich ein Sandwich haben will. Und wir legen auch gleich mal los. Grundsubstanz für unseren Sandwich, immer sehr schön würzig. Es ist Räuchertofu, bekommt ihr bei eurem Bio-Dealer, mittlerweile auch im Supermarkt. Aber da gibt es riesige Qualitätsunterschiede. Das hier ist etwas weicher, schön würzig. Ja? Und das schneiden wir erstmal in dünne Scheiben. Dann nehmt ihr ein bisschen Öl. Und dann ab mit den Tofu-Scheiben in die Pfanne. Schön brutzeln lassen. Was haben wir jetzt gerade für einen Monat, Lars? November, Rosenkohlzeit. Und bevor jetzt die meisten abschalten, weil ihr irgendwelche Traumata habt von euren Omis, die Rosenkohl weich kochen, ich habe mir gedacht, vielleicht nehme ich den so ein bisschen als Topping. Ja? Rosenkohl, super gesund, aber ihr müsst wissen, wie ihr ihn richtig macht. Und ich persönlich brate ihn eigentlich immer nur ein bisschen an. Ja? Also das heißt, wir nehmen den Rosenkohl, schneiden den in 3 Scheiben. Räuchertofu sieht schon ganz gut aus. Geil, weil es ein bisschen schmeckt wie Speck, ne? Ohne Tier. Ja, genau, der Lasi hat recht. Räuchertofu ist das Schwein des Veganers. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Raus aus der Pfanne. Okay, und das schießen wir jetzt gleich nach. Und zwar kommt jetzt der Rosenkohl in die Pfanne. Und das ist so krass. Nach so einer halben Minute in dem Öl schmeckt er schon so gut, den kann man jetzt schon essen. Okay, was könnte man als nächste Komponente machen? Also, ich finde ja, wir haben jetzt Grün als Topping. Also gehen wir jetzt mal ein bisschen in die anderen Farben. Paprika, Karotten. Das heißt, ich würde sagen, wir machen so eine Art Coleslaw. Also Möhre schön schälen. Enden abschneiden. Paprika halbieren. Geht ganz einfach, die Dinger zu entkernen, einfach reingreifen, rausziehen, fertig. So, längs dritteln und dann in richtig schöne, feine, aber richtig feine Streifen schneiden. Rosenkohl ist derweil auch schon fertig und jetzt hole ich mir mal eine Reibe raus und reibe mal die Karotte schön grob. Wir machen jetzt so eine Art Paprika-Karotten-Coleslaw, das heißt, das hier ist unsere Schale zum Anrühren der Soße. Soße machen wir mal auf Basis von Mandelmus. Dann habe ich hier ein bisschen Tomatenmark, bisschen Senf, Zitronensaft, etwas Agavendicksaft oder Reissirup, könnt ihr machen wie ihr wollt, Pfeffer, reichlich Salz. Ich stehe aktuell total auf so scharfe Soße oder Chili. Richtig schön ordentlich was rein. So, jetzt umrühren. Jetzt kommt dazu Paprika und Karotte. Alles klar, ein bisschen umrühren. Okay, dann ist jetzt der Coleslaw fertig. Ich finde es gut. Ciabatta, einfach horizontal halbieren. Ich habe mein Ciabatta heute mit Olive gekauft, schwarze Olive. Ab damit in den Ofen, ein bisschen kross werden lassen. So, für die Grundlage nehmen wir noch ein bisschen Wildsalate. Auch mal irgendwie eine Abwechslung. Das kommt da rein. Kurz mal waschen. Okay, einfach nochmal kurz trocken schleudern. Was ich so merke, wenn ich manchmal in Deutschland unterwegs bin, die wenigsten haben eine Salatschleuder. Ich sag euch, es macht keinen Spaß, wässrigen Salat zu haben. So eine Salatschleuder bekommt ihr wirklich überall hinterhergeschmissen. Das ist eine Sache, die braucht man unbedingt in der Küche. Denn ihr wollt auf der einen Seite natürlich sauberen Salat haben, aber auch keinen, der irgendwie so nass ist, dass das Dressing dann verwässert. So, dann habe ich hier noch eine Avocado. Achtet darauf, man muss sie ein bisschen eindrücken können, dann ist sie reif. Wenn ihr harte Avocados bekommt, dann lasst sie einfach noch ein bisschen nachreifen draußen. Und jetzt kommt der Trick, zack.
einfach einen Löffel nehmen und in Scheiben schneiden. Ciabatta raufholen. Das sieht gut aus. Als erstes verstreicht ihr ein bisschen Cashewmus, ein paar Salatblätter, unseren Paprika-Karotten-Coleslaw, Räuchertofuscheiben, Rosenkohl, Avocado ein bisschen zerquetscht, Salz, Pfeffer und natürlich Kartoffelchips. Und jetzt unser Meisterwerk halbieren. Das ist die neue Definition von einem Sandwich. Vegan, schnell gemacht. Ihr müsst es nicht genau nach Rezept machen. Macht es wie ich. Seid ein bisschen kreativ. Und dann verwüstet eure Küche. Macht es wie ich. Und habt vor allem viel Spaß. Viel Spaß beim Kochen. Viel Spaß beim Essen. Vergesst nicht, ich brauche eure Tipps und Anregungen fürs nächste Video. Sagt mir einfach, was ihr haben wollt. Dann mache ich euch das in vegan. Denn ich bin der Veganator. Vegan ist besser. Willst du probieren, Lars? Auf jeden Fall. Oh. Aber erstmal Instagram, wa? Hier, wir hauen jetzt rein. Aha. Geil. Peace out, Freunde.